Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung nennt man Präzession. Es ist auch eine sehr präzise Berechnung, aber anderes als in westlichen Horoskopen. Und das bedeutet, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Senilia, ich grüße dich, das ist dein Horoskop-Analyse, Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. Und jetzt geht um das Wesentliche. Aber bevor ich erkläre dein Geburtshoroskop, möchte ich etwas über diese Engel sagen. Das ist nämlich dein Schutzengel, herrschte in dem Tag, wo du geboren bist. Engel Lauviach. Und nach Kabbalah hat die Zahl 11. Und das hat für dich auch eine Bedeutung. Engel der Gelobte fördert dein positives Denken, bringt Glück in dein Leben und Lebensfreude, hilft dir, erfolgreich zu sein, schenkt dir Vertrauen, Begeisterung und Lebensfreude und begleitet dich auf dem spirituellen Weg. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, in deinem ersten Atemzug ist die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, der dich begrüßt hat hier auf dem Erdenleben. Und es verleiht dir wie eine Art Kostüm, beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten, deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Löwe gehört zum Feuerelement, strahlt was aus, Herzenswärme. Und das ist schon eine königliche Tierkreiszeichen. Du hast diesen Stolz und diese königlichen Auftreten. Und du bist auch wahrgenommen, weil das strahlst du aus. Und das kannst du so vorstellen. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Und du bist das Zentrum, der Mittelpunkt und die Menschen, egal wo du dich bewegst. Du bist immer wahrgenommen. Vielleicht nimmst du selbst gar nicht wahr, aber die Menschen nehmen dich wahr, weil du strahlst es aus. Die zweiten Lebensbereiche handelt sich um Werten. Und das heißt, du sollst alles in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist. Und damit meine ich nicht nur das Materielle, sondern auch das Spirituelle oder die Liebe. Hier handelt es sich auch um Selbstwertgefühl und auch um die Finanzen. Und energetisch hängt das zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert oder ich habe das nicht verdient, hat immer weniger Geld als diese Menschen, die anderes denken oder sich formulieren, wie zum Beispiel,
Ich habe das verdient. Ich bin es wert. Ich habe das schon im Besitz. Nicht in Zukunft formulieren. Ich werde das im Besitz nehmen. Das wäre ein Fehler. Es fühlt sich anders an, wenn du sagst, ich habe das schon im Besitz. Dann kommt es auch so, wenn du daran glaubst, das vertraust und davon überzeugt bist. In diesem Bereich hast du die Tierkreiszeichen Jungfrau. Natürlich ist die Tierkreiszeichen Jungfrau sehr klug und bescheidend. Und so gehst auch mit Geld um. Und ich könnte mir vorstellen, wie wichtig das für dich ist, Buchhaltung zum Führen, auch um die Finanzen, dass es alles geordnet ist, was du ausgibst, Geld und was du einnimmst. Im dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen in deine Schulzeit. Wie hast du das erlebt? Wie waren die Kontakte zu deinen Geschwistern oder anderen Kindern? Warst du unterdrückt oder übersehen oder könntest du dich behaupten? Diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden durch unserem Leben. Wenn das damals schwierig war, dann müssen wir das später nachholen, uns zu behaupten gegen Konkurrenten. Aber in diesem Bereich handelt es sich auch um Wissen, so wie damals in der Schule. Wissen aneignen, Wissen vermitteln. Also hier kommen Informationen auf uns zu und das gehört auch zu diesem Lebensbereich, auch Medien oder Internet. Hier hast du die Waage. Und das bedeutet, damals schon in die Schulzeit, wenn du die Ruhe gehabt hast, war alles wunderbar und könntest konzentrieren oder lernen, hast du das auch schnell begriffen. Wenn aber andere dich genervt haben und es war alles so ungerecht und da hast du dich aufgeregt, dann war die Neigung da alles so hinschmeißen. Diese vage Energie hier zeigt noch etwas, dein Interesse an die schönen Dingen. Das Lernen, eine kreative Tätigkeit. Im vierten Lebensbereich, wenn ich das Horoskop mit einem Baum vergleiche, und das mache ich auch, bedeutet hier in diesem Platz das Wurzel des Baumes. Und so wie ein Baum ein Wurzel braucht, wir Menschen brauchen das auch, weil das gibt uns Halt, das gibt uns Stabilität. Und auf diesem Halt können wir bauen. Und da sind unsere Ahnen, da sind unsere Traditionen, das ist unsere Herkunft. Und hier in diesem Bereich haben wir auch unser Zuhause. Und alles, was mit Immobilien zusammenhängt, nicht nur das, sondern zeigt dir, was gibt dir Halt im Leben. Stabilität, Sicherheit. Und hier hast Skorpion. Auf ein Skorpion bauen, ein Halt zu bekommen, ist nicht einfach. Mal alleine aus dem Grund heraus, dass das Wasserelement ist. Und es ist schwieriger da, auf einen sicheren Boden zu bewegen, als zum Beispiel bei Erdeelement. Aber wenn du etwas verstehst an die Skorpion, dann hast du die Macht. Dann hast du die Macht über dein Schicksal. Dann kann gar nichts passieren, weil auf den energetischen Ebenen, auf den Gefühlsebenen, wenn dieses Vertrauen da ist, kannst du alles erreichen. Die Skorpion-Energie zeigt sich die Kundalini-Energie. Hier handelt es sich um unsere Emotionen. Und es gibt zwei Richtungen und das ist grundverschieden. Man darf das gar nicht
vermischen. Es gibt positiven Gefühlen und es gibt negativen Gefühlen. Und da gibt es eine ganz klare Linie wie eine Trennwand. Zum positiven Gefühlen gehören Begeisterung, Hingabe, Zärtlichkeit, Dankbarkeit und Liebe. Diesen Gefühlen haben eine Quelle und das ist die göttliche Quelle und das ist die schöpferische Energie. In negativen Gefühlen dazu gehören Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Eifersucht, Neid, Hass. Die allertiefsten Gefühl ist die Hass und das ist zerstörerisch, kommt auch nicht von Gott. So weit brauchen wir gar nicht untertauchen. Da sind wir schon im Sumpfgebiet. Aber es gibt bei den negativen Gefühlen einen Bereich, das hat einen höheren Frequenz auch, was wir alle kennen. Wir alle kennen Angst. Wir alle kennen Schuldgefühl. Auch Zweifel. Oder Wut, vielleicht sogar auch Eifersucht. Mit diesen Gefühlen sind wir in einer Grauzone. Aber sind wir schon im negativen Gefühlen. Das heißt, wir bewegen uns schon in ein anderes System, obwohl das wir alle kennen. Nur zum Verstehen, dass diesen Gefühlen wie Angst oder Schuldgefühl oder Zweifel, es ist zwar nicht zerstörerisch, trotzdem blockiert uns. Weil das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Die Lösung liegt daran, von diesen Gefühlen verabschieden. Weil das öffnet sich wie Pandoras Büchse und anderen Energie, wie zum Beispiel Neid oder so etwas, kommt auch an, wenn wir da diese Angst zeigen, dann öffnet sich das wirklich wie Pandoras Büchse und kommen Einflüsse von außen wie ein trojanisches Pferd. Also es ist aus diesem Grund als Schutz auch, ist gut von diesen Gefühlen verabschieden. Und das zeigt die Skorpion. Das zeigt die Skorpion. Aber wie, wenn Angst da ist, das können wir nicht unter dem Teppich kehren. Die Gefühl ist da. Und das bleibt. Solange bleibt dieses Gefühl, solange bis wir umdenken. Und daran liegt auch die Lösung. Sofort umdenken, wenn wir Angst verspüren. An etwas denken, was Lebensfreude schenkt oder an die Liebe. Neu orientieren. Wir verlieren dadurch die Angst und vermeiden Dinge in unserem Leben, wie zum Beispiel einen Horrorfilm anschauen. Warum auch? Also solche Filme schaue ich zum Beispiel nicht an, weil das löst Angst aus. Aber auch bei Nachrichten, wählerisch zu sein, welche Informationen hören wir an? Und das hilft, Angst bewältigen. Und dann übergehen wir auf den positiven Gefühlen und das befreit. Wir fühlen uns im göttlichen Energie beschützt. Das ist beruhigend.
Und das ist schön, weil daran liegt die Kreativität, diese schöpferische Energie. Und das, was wir lernen in unserem Leben schöpferisch gestalten, so wie oben, so ist es unten. Und das ist diese Wandlung, mit Gefühlen umzugehen, was die Skorpion zeigt. Und das heißt für dich hier in Basis, wenn du zweifelst an etwas, dann verlierst den Boden unter deinen Füßen. Wenn du Angst hast von etwas, verlierst du auch den Halt. Also achte immer auf deine Gefühle. Wenn du mit Begeisterung etwas machst, mit Hingabe und Dankbarkeit und mit Liebe, dann hast du die schöpferische Kraft, diese göttliche Kraft in dir. Und die Energie steigt nach oben. Du fühlst dich beflügelt, befreit. Und so kannst dein Leben gestalten. Die nächsten Bereich sind die Kinder. Von Kindern können wir lernen, weil sie zeigen uns etwas. Sie spielen. Und oft ist es klug, etwas spielerisch betrachten oder unserem Leben schöpferisch gestalten, spielerisch. Und natürlich schenkt uns dann Lebensfreude, das Leben zu genießen. In diesem Lebensbereich sind auch Erinnerungen, Kindheitserinnerungen. Und die schönen Erinnerungen sollen wir bewahren. Das sind wahre Schätze. Und das, was mit Tränen verbunden sind, nicht aufhalten. Immer hier und jetzt sein. Wir sind immer dort, wo unsere Füße stehen. Und es gibt uns Kraft, Halt im Leben. Und dann natürlich auf den inneren Kind achten, das Pflegen. Immer wieder sagen, ja, das hast du so toll gemacht, ich bin so stolz auf dich. Diese Sätze stärken uns innerlich auch. Oder ein Bezug zum Gott, dass wir das so verinnerlichen können. Wir sind die Kinder Gottes. Und das ist auch ein schönes Gefühl. Außerdem, in diesem Lebensbereich sind unsere Kinder auch Enkelkinder. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Schütze. Die Schütze ist beweglich. Also das kann bedeuten, dass du bewegst dich oft mit Kindern, weil du liebst Kinder. Oder dass du Sport machst und dadurch hast eine jugendliche Aussehen. Kann auch bedeuten, dass du im Ausland tätig bist und da kannst du dich kreativ, schöpferisch etwas gestalten. Oder auf einer Reise findest du die Lebensfreude. Wichtig ist noch bei die Schütze Ziele setzen, weil die Schütze zeigt die Zentrum unserem Galaxie, der Milchstraße, und energetisch ist da unseren Wünsche beschrieben. Die nächste Lebensbereich ist die Arbeit, unsere Pflichten und auch Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wenn wir krank sind, dann können wir nicht arbeiten. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock könnte ich so näher bringen, und das trifft auch zu. In der ersten Lebenshälfte ist gar nicht einfach mit dieser Energie umgehen. Und ich könnte bei dir vorstellen, dass in jungen Jahren du sehr viel Thema gehabt hast in die Arbeit, dass es immer schwierig war, anstrengend
und schwierig und das war auch so streng auch und dass du auch gesundheitlich auch darunter gelitten hast. Aber die Steinbock schenkt dir etwas. Kraft, Ausdauer und Geduld und wirkt in deine zweite Lebenshälfte sehr unterstützend. Weil hier im Steinbock lernen wir etwas und das erlebst du in deinem beruflichen Umfeld. Und dann kommt Ansehen, Anerkennung und all das, was du beruflich so vorhast, deine Ziele erreichst du auch. Weil diese Chancen bekommst du von Leben, dass du das aufbauen kannst. Und das kann für dich bedeuten, ein Stück Paradies auf die Erde, weil du Erfolg hast beruflich. Vorausgesetzt, du hast berufliche Ziele und du gehst in diesem Weg. Dann schau mal das an. Das ist dein Geburtsmoment. Und das heißt, die Tierkreiszeichen Löwe ist in diesem Moment in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist im Westhorizont untergegangen wie ein Sonnenuntergang die Tierkreiszeichen Wassermann. Aber vor die Wassermann da verschwunden ist, hat dir etwas gezeigt, ein Spiegel. Und das ist dieser Spiegelblick, wo wir schauen in unserem Geburtsmoment und in diesem Spiegel sehen wir etwas. Unserem Seelenpartner, die Männer natürlich, die Männer ihren Seelenpartnerin. Und hier ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Und öffnet sich den Tor zum Partnerschaft. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir geboren sind, erkennen wir das. Wir sehen das. Und die Kinder haben noch Erinnerungen bis etwa dritte Lebensjahr. Und dann ist das alles im Unbewussten. Und so ist es auch im Horoskop. Die untere Teil symbolisiert auch das Unbewusste und die obere Teil das Bewusste. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Bei dir öffnet sich die Partnerschaft, die Liebepartnerschaft, wenn du zum Leichtigkeit kommst. Und noch etwas ist hier wichtig, dein Bewusstsein. Die Wassermann-Geborenen fühlen sie sich einzigartig und außergewöhnlich. Wenn du dieses Gefühl hast in dir, dann öffnet sich auch zum Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wassermann hat einen Adlerblick. Steht auch in Verbindung zum Adler. Und das ist die Weitblick. Wenn du Thema Liebe, Partnerschaft hast, ist wichtig die Leichtigkeit. Dann ist wichtig, dass du dich einzigartig fühlst und dass du einen Weitblick hast. Und das heißt, dieser Weitblick, du fühlst das in der Zeit voraus. Du hast dieses Gefühl, wann ist es oder was kommt auf dich zu. Und du kannst deine Intuition vertrauen. Die achten Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Hier in diesem Lebensbereich haben wir Pluto-Themen, weil Pluto herrscht über den Tod. Und die achten Lebensbereich heißt Tod. Natürlich hat das auch mit Todesfall und Erbschaften auch was zu tun. Und auch mit gerichtlichen Themen über Erbschaft. Aber dieser Lebensbereich vermittelt eher das Leben zum Erhalten.
weil das ist Pluto-Prinzip. Damit das Leben erhalten bleiben kann, muss etwas aufgeben oder etwas stirbt ab, so wie unsere Zellen erneuern sich auch immer wieder. Oder wir brauchen auch mal einen Tiefschlaf, damit unser Körper regenerieren kann. Und bei einem Tiefschlaf sind wir auch im Plutosbereich. Oder die Sexualität gehört auch zum Plutosbereich. Oder die Jahreszeiten, die Winterzeit, wo die Natur ruht sich und dann kommt die Frühling, der Kreislauf des Lebens. Das sind alles Pluto-Themen. Pluto herrscht über die Skorpion und Pluto beherrscht auch den achten Lebensbereich. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen, also Transformation. Aber nicht nur das, sondern hier sind auch noch finanzielle Themen, weil die achte Lebensbereich spiegelt sich die zweite Lebensbereich. Und das hängt auch zusammen. Das kommt auch noch dazu. Also in Investitionen, in finanziellen Bereich und Erbschaften und bei Transformation hilft dir die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört auch zum Wasserelement. Und das hat mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Also durch Gefühlen transformierst du das. Und in diesem Tierkreiszeichen befinden sich zwei Fischen. Die schwimmen im Wasser. Und die eine Fisch schwimmt in eine Richtung und hat Angst vom Wasser. Das heißt Angst vor eigenen Gefühlen. Und diese Angst und Zweifel, da wird festgehalten. Und dann kommt die Selbstmitleid dazu und andere leiden auch mit. Und jeder kümmert um diese Fischengeborenen. Und es gibt Menschen unter den Fischengeborenen, die das genießen. Bis dann aufwachen und merken, es geht nichts voran, weil diese Angst blockiert. Und die Angst wird immer größer, die sinken immer tiefer, bis zum Depressionen oder Alkohol oder Drogen. Diese Richtung gibt es auch. Natürlich habe ich ein bisschen übertrieben, aber nur zum Verstehen. Die andere Richtung, der andere Fisch, der hat keine Angst vor Wasser, weil dieser Fisch meint, ja, das ist selbstverständlich, dass ich schwimmen kann. Das ist gar keine Frage, ich stelle diese Frage gar nicht. Das heißt, dieses absolute Vertrauen an die Wasser. Und Wasser sind die Gefühle, ohne Angst. Sondern die haben eine Vision, weil hier herrscht Neptun und Neptun hat einen Bezug zu unseren Träumen und Visionen. Und hier ist die Reichtum verborgen. Auch die inneren Reichtum, aber auch die finanzielle Reichtum. Statistisch gesehen, die meisten Bankier gehören zum Tierkreiszeichen Fischen. Sie haben eine Spürnase zum Geld und sie schwimmen im Geld, weil sie das vertrauen, weil sie haben eine Vorstellung davon. Und das kannst du so praktizieren und hier hast du die Wandlung, hier erlebst du einen Erneuerungsprozess und das schenkt dir eine neue Identität, egal was du vorhast, beruflich oder in die Liebe, Partnerschaft oder deine Finanzen zu verbessern, du brauchst dazu eine Vorstellung, ein Bild, ein Traum. Natürlich muss das realistisch sein. Dann hast du diese Vorstellung und lenkst die Aufmerksamkeit immer wieder auf diese Vorstellung. Das heißt, machst du Übungen täglich, 5 Minuten, 10 Minuten und stellst es vor, dieser ideale Zustand und fühlst du das auch.
Hier ist Wasser, Gefühlen. Und glaubst daran. Und du vertraust es. Und dann loslassen, geschehen lassen. Aber da innerlich diese Überzeugungskraft, dass das so kommt, weil das gar nicht anderes kommen kann, wenn du das vertraust. Und so erreichst du deine Ziele. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen, natürlich auch Ausland, Auslandskontakte oder Urlaub. Hier sind auch noch Bereich, Lebensbereich wie höheren Bildung oder die inneren Reise, die Spiritualität. Hier hast du die wieder. Und das bedeutet die Begeisterung. Ein Widder kann man schnell von etwas begeistern. Begeistert zu sein von Reisen, aber auch ein bisschen Abenteuer im Ausland. Oder begeistert zu sein in einen spirituellen Weg. Der einzige Nachteil ist bei Widder, das fehlt die Ausdauer. Sondern kommen immer neue Ideen. Das weiß ich von selbst. Ich bin in Tierkreiszeichen wiedergeboren. Und bei mir kommen immer neue Ideen. Und es fällt mir auch schwer, in ein Thema bleiben. Und die Ideen, das geht gar nicht aus. Weil begeistert mich das und dann schaue ich hier und dort. Und dann diese volle Begeisterung. Und immer wieder etwas Neues, diese Neuigkeiten. Und wie ich schon sagte, der einzige Nachteil ist, in eine Richtung bleiben oder ein Thema bleiben und das wirklich durchziehen. Das muss ein Wiedergeborener auch üben. Das ist Training. Und hier ist diese Begeisterung an die Spiritualität, die Begeisterung auf Reisen. Jetzt sind wir in Krone des Baumes und das bedeutet Anerkennung zu bekommen, Respekt zu bekommen, diese Krone tragen. Und dieser 10. Lebensbereich zeigt auch, wie erreichst du deine Ziele. Dass du Ziele brauchst oder ein Vorstellungs brauchst, das zeigt die Tierkreiszeichen Fische. Das ist deine Wandlung. Aber wie setzt du das um? Das zeigt dir die Tierkreiszeichen Stier. Außerdem zeigt die Stier auch deine Berufung. Stier heißt, alles im Besitz nehmen, was wertvoll ist und dann genießen. Die Ruhe bewahren, das genießen. Und das ist Erde-Element und das zeigt schon Realität. Und die Stier hat auch mit Geld was zu tun, weil die Stier herrscht über Geld und Geldsystem und die Fische herrscht über Reichtum. Also das wäre eine Richtung, Geld, aber auch Besitz, wie zum Beispiel Immobilien handeln. Und das wäre auch ein Bereich beruflich. Außerdem über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus. Und alles, was mit Venus zusammenhängt, würde auch gut passen. Und das ist Schönheit, Kreativität, etwas Ästhetisches. Etwas gestalten, wie zum Beispiel Innenarchitekt oder etwas schön gestalten, etwas schön dekorieren. Das wäre auch so Richtung Stier. Die 11. Lebensbereich sind die Wünsche und Hoffnungen und Freundschaften. Weil wir sollen mit unseren Wünschen auch Freundschaft schließen. Unsere Wünsche sind nicht unsere Feinde. Und nicht nur das gehört zu diesem Lebensbereich Wünsche und Freundschaften, sondern auch die sozialen Kontakte,
mit gleichgesinnten Menschen, eine Gruppe von Menschen. Das kann ein Verein sein. Hier hast du die tierkreiszeichnenden Zwillinge. Und das bedeutet viele Kontakte. Kann sein, dass ein bisschen oberflächlich sind die Kontakte oder immer wieder anderen Begegnungen hast. Aber wenn das um deine Wünsche geht, dann sollst du da in Verbindung sein. Und diese Verbindung zum Göttlichen auch zeigt die tierkreiszeichnenden Zwillinge. Dazu erzähle ich die Geschichte von klassischen griechischen Mythologie. Leda war eine Königin, eine schöne Frau. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und von ihm wurde auch schwanger und gebar den Zwillingen, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich und unsterblich. Und die beiden waren immer miteinander verbunden. Und diese Geschichte klärt uns aus, was wir verstehen sollen auf unserer Seelenreise hier auf die Erde. Wir Menschen, aber auch die Tiere und die Pflanzen, auch wir haben eine Seele. Und diese Seele ist in uns drin, in unserem Inneren. Und das ist eine göttliche Funke. Und seelisch sind wir schon miteinander auch vernetzt. Das heißt nicht, dass wir mit allen einzelnen Menschen eine seelische Verbindung haben. Aber das ist trotzdem eine Art Netzwerk. Und die Quelle ist Gott. Und dieser Göttliche ist unsterblich. Und das ist unsere Seele. Aber die Seele macht eine Reise. Weil das kannst du so vorstellen. Wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper. Verlässt Materie, verlässt die Erde und die Seele hat aber die volle Bewusstsein und auch die Erinnerungen und auch Gefühle und mit diesem vollen Bewusstsein kehrt zurück zum Gott. Und ich könnte das sinngemäß so vorstellen, dass Gott fragt dann, ja erzähl, wie war es auf der Erde? Ich bin jetzt so neugierig, was berichtest mir? Und die Seele erzählt und erzählt und erzählt und das ganze Leben spielt sich ab wie ein Film. Und die Seele spricht das zum Ende und Gott fragt dann, also so kann ich das mir vorstellen. Gott fragt dann, ja, wie fühlst du dich jetzt? Bist du glücklich? Bist du zufrieden? Und wenn die Seele sagt, ja, wunderbar, mir geht's gut, dann hat die Seele von Karma befreit. Natürlich kommt die göttliche Gerechtigkeit dazu, Ursache und Wirkung, weil alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Das muss die Seele ausgleichen. Aber mir geht es nicht um die göttliche Gerechtigkeit, sondern mir geht um diese Seelenreise. Also wenn die Seele befreit fühlt und ist glücklich, zufrieden mit dem Leben, was gelebt hat, dann hat sich von Karma befreit. Aber wenn die Seele sagt, ich habe doch gar nicht gelebt, oh, ich möchte das lieber nochmal machen, besser machen, dann sagt der liebe Gott, ja, dann mach das besser. Such einen Schicksalsweg aus, was du brauchst und probier das nochmal. Und die Seele sucht einen Schicksalsweg aus. Und ein Schicksal hat aber einen Anfang und ein Ende.
Anfang ist unsere Geburt, die Ende ist unser Tod. Das heißt, das ist begrenzt. Und das, was ein Geburtshoroskop darstellt, die Seelenreise, das, was die Seele ausgesucht hat, diesen goldenen Weg. Wir haben aber die freie Wille, wir können diesen Weg gehen, wir können auch um Umwegen befinden. Wir sind frei, seelisch gesehen, göttlich gesehen sind wir frei. Und das bedeutet, unsere Intuition kennt diesen Plan auch. Und wenn wir intuitiv handeln, dann wissen wir, in welchen Weg sollen wir gehen. Und dann bleiben wir auch in diesem goldenen Weg und treffen wir die richtigen Entscheidungen. Die Astrologie unterstützt das, weil die Horoskop zeigt diesen Plan, diesen Seelenplan. Und die beiden, das Göttliche, das Seelische und dieser Schicksalsweg, dieser menschliche auf die Erde, das ist diese Verbindung, was die Zwillinge uns zeigen. Castor und Pollux. Pollux ist die Seele, das Göttliche, das Unsterbliche, und Castor ist das Menschliche, das, was wir erleben hier auf die Erde. Aber die beiden Zwillinge sind miteinander verbunden. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Und wenn wir ein höheres Bewusstsein haben, dann suchen wir, dann besuchen wir unsere Seele und wir kümmern um unsere Seele, dass wir meditieren, weil die Seele ist in unserem Inneren. Dann verspüren wir die Ruhe, dann verspüren wir das Göttliche und haben wir einen Zugang zu unserer Intuition. Und so kannst du deine Wünsche, deine Träume leben. So kannst du dein Leben gestalten. Also schließ eine Freundschaft mit deiner Seele. Die 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. Auch die Ursache von etwas oder die Ursache, die Erkrankungen. Weil jede Krankheit hat eine psychische Ursache. Sogar die Unfälle kommen auch nicht von heiterem Himmel. Das hat auch eine seelische Ursache. Und weil hier um Geheimnisse handelt, alles, was im Geheimen ist, auch die geheimen Feinde, und hier hast du den Krebs. Und das bedeutet, für dich ist gut und sehr beruhigend in dein Leben, wenn du immer wieder dich zurückziehst und zur Ruhe kommst. Und du kannst für deine Seele ein Zuhause geben, das gestalten durch Meditation, nach deiner Fantasie. Mal eine Blumenwiese oder ein gemütliches Wohnzimmer. Lass dich inspirieren. Wichtig ist, du findest deine Ruhe und in Ruhe liegt die Kraft. Sonne befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Stier. Und das ist für dich sehr wichtig, wahrgenommen zu werden. Nicht nur, weil du Aszendent Löwe hast, sondern weil die Sonne ist im höchsten Punkt. Also, das ist Öffentlichkeit. Hier wird man wahrgenommen. Und das brauchst du auch. Dein Mond ist auch hier. Und das bedeutet, du bist im Neumond geboren. Es war zwar nicht exakt Neumond, aber ein paar Stunden nach deiner Geburt war ein exakter Neumond. Und jetzt kannst du nachdenklich sein. Die Sonne hier oben steht im höchsten Punkt, zeigt auch Öffentlichkeit, das strahlt was aus.
Das wird wahrgenommen, das ist sichtbar. Dann hast du Aszendent Löwe. Und über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht auch die Sonne. Das wird auch wahrgenommen. Das ist auch sichtbar. Und Neumond ist aber dunkel. Das ist Mond, ist unsichtbar. Und das kommt daher, dass Mond kein eigenes Licht hat, sondern Mond bekommt den Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. Und wenn die beiden, Sonne und Mond, sich treffen, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten. Also erscheint uns Mond, wie wenn das unsichtbar wäre, weil die Mond kein Licht hat. Und du bist sehr sonnenbetont. Das heißt Licht, Öffentlichkeit. Aber wenn du die Ruhe brauchst und möchtest einen Zugang zu deiner Seele, dann ist gut, wenn du zurückziehst. Das heißt aber nicht, dass bei jeder Angelegenheit von allem dich zurückziehen möchtest oder willst oder tun sollst, sondern nützt die Zeit. Das kann auch ein Neumond sein. Nützt diese Zeit zum Meditation. Kümmere um deinen inneren Sonne, an deine Seele, an deine Vorstellungskraft. Und dann wirst du sehen, wie erfolgreich dein Leben gestalten kannst. Und das, was dir diese Neumondposition vermittelt. Mars befindet sich in Skorpion. Das zeigt deine Kraft. Deine Kraft, mit dieser Kraft kannst du alles in Bewegung setzen in dein Leben. Und mit dieser Kraft kannst du dich auch durchsetzen. Aber du brauchst die Transformation deinen Gefühlen ohne Angst, ohne Zweifel. Dann bist du in die Lage, dich behaupten, und das gibt dir die Halt, den Basis. Mars hat natürlich auch mit einer männlichen Person was zu tun. Mars ist der Mann und dieser Mann ist sehr leidenschaftlich, weil die Skorpion herrscht auch über die Sexualität. Also ein sehr leidenschaftlicher Mann. Und dieser Mann gibt dir einen Halt oder gibt dir ein Zuhause oder in deiner Wohnsituation kennenlernst du diesen Mann. Wie zum Beispiel jemand, wo ins Haus kommt. Oder hat mit dein Wohnsituation was zu tun. Aber bedeutet auch, dass dieser Mann dir Kraft gibt und Halt im Leben. Merkur, noch zurück zum Mars. Mars ist rückläufig. Mit diesem Mann hast du karmische Themen. Merkur befindet sich im Stier. Das ist schon interessant. Sonne symbolisiert der Vater. Mond symbolisiert die Mutter. Merkur symbolisiert das Kind. Mutter, Vater, Kind. Und das kann bedeuten, dass das ein Zusammenhalt da war in die Familie. Kann aber auch bedeuten, dass jeder die Stärkeren wollte. Das sollst du mal nachdenken. Wie hast du das erlebt in deiner Kindheit? Wer wollte eigentlich im Mittelpunkt sein? Dein Vater hat dieses Bedürfnis, deine Mutter hat dieses Bedürfnis und du auch hattest dieses Bedürfnis. Jupiter zeigt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, das heißt, Jupiter gleicht das aus. Und Jupiter
zeigt auch die Weisheit, aber auch Chancen, Möglichkeiten, Glück und auch deine inneren Größe. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Das hat mit deinen Werten was zu tun. Das heißt, wenn du mit deinen Größen, mit deinen Werten bewusst bist, dann hast du finanziell das Glück, weil das vermehrt sich. Venus befindet sich im Widder. Und das kann für dich bedeuten, Liebe im Ausland oder liebst du fremde Länder, fremde Kulturen oder du liebst die Spiritualität und Kreativität. Aber zeig dich als Frau sehr mutig, auch leidenschaftlich. Saturn ist auch im Widder. Steht auch mit Venus in Verbindung und das bedeutet, in jungen Jahren warst du nicht immer glücklich in die Liebepartnerschaft und hast du auch Lernaufgabe gehabt. Also das war nicht einfach, dein Liebesleben in jungen Jahren, weil Saturn wollte dich belehren und die Widder natürlich schnell verliebt sich und das war deine Lernaufgabe. Verliebe dich nicht zu schnell, weil die verletzen dich und dann kommen verletzte Gefühle und das hast du schon erlebt. Sondern sorg dafür, dass da Beständigkeit kommt. Saturn will Beständigkeit und das hast du gelernt in dein Liebesleben. Zum Glück wirkt Saturn in zweiter Lebenshälfte sehr vorteilhaft, bringt Sicherheit, Stabilität und Struktur und das erlebst du auch in dein Liebesleben. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, auch unerwartete Ereignisse und das ist hier im Jungfrau, wirkt auf deine Finanzen auch. Das kann bei dir auslösen, dass außergewöhnliche Art und Weise zum Geld kommst oder gewinnst du etwas. Dann kommt so plötzlich wie ein Blitz, womit du gar nicht gerechnet hast. Neptun befindet sich in Skorpion. Neptun ist auch rückläufig und hier hast du karmische Themen. Mars ist rückläufig, Neptun ist rückläufig. Beide zeigt hier karmische Themen. Und das bedeutet bei Neptun-Energie, leb dein Traum, auch wohnlich, aber auch in die Liebepartnerschaft. Du brauchst eine Vision, eine Vorstellung davon. Wenn du nicht das lebst, dann fühlst du dich enttäuscht. Weil Neptun zeigt sich dann andere Seite, die Enttäuschung dann, wenn du nicht diesen Traum lebst. Und dann die Mars-Energie, dann fühlst du dich auch kraftlos und verlierst den Halt. Also dir gibt etwas Halt in dein Leben, wenn du deinen Gefühlen transformierst und bist in positiven Gefühlen, dann steigt die Energie. Wenn du an die Liebe glaubst, auch wenn du in jungen Jahren nicht so leicht, nicht so einfach gehabt hast, trotzdem in Vertrauen bleiben, weil du begegnest mit diesem Mann und da habt ihr eine karmische, seelische Verbindung, die dich ein Zuhause gibt und Halt und Stabilität in dein Leben. Und lieb diesen Traum und vertraue das. Und die alten Enttäuschungen, die Enttäuschungen vom früheren Leben oder im jungen Jahren, das schließt du dann ab. Pluto ist im Löwe. Und Pluto gibt dir ein machtvolles Auftreten. Pluto ist Macht. Und Pluto
hat einen Satz für uns: alles oder nichts. Pluto macht keine Kompromisse. Und das ist so dein Leitfaden im Leben. Alles oder nichts. Entweder hopp oder top. Pluto herrscht auch über die Sexualität. Und hier, wenn es um deine Persönlichkeit geht, vielleicht ist dir bewusst, vielleicht nicht, aber du hast diese erotische Ausstrahlung. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Der Mond heißt Chandra und das ist ein Mann. Und er verliebt sich an Rohini. Rohini symbolisiert die Morgenröte. Und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt dann: ja gut, du darfst meine Tochter schon heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen. Und er besucht jeden Tag seine Frauen. Und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und jede Frau verkörpert andere Eigenschaften. Die Einflüsse kommen natürlich von Sternen. Und so wird das Horoskop in indischen Astrologie nochmal unterteilt. Dein Aszendent ist Löwe und befindet sich in einem Mondhaus, was Makha heißt, und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist der Stern der Könige und Herrscher. Und du hast diese königliche Auftreten. So bist du auch wahrgenommen. Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist das Herz der Löwen. Und die Herz zeigt Herzensangelegenheit. Also, wenn du Entscheidungen triffst in dein Leben, hör immer auf dein Herz. Außerdem, die Herz ist das Zentrum unserem Körper und steht mit Sonne in Verbindung. Und du brauchst diese Anerkennung, dass du wahrgenommen bist. Sonne befindet sich im Stier und dieser Mondhaus heißt Mruga und steht mit Orion in Verbindung. Orion ist der himmlische Jäger und so wird Mruga auch beschrieben. In indischen Astrologen sahen diesem Stern, diesem Mondhaus oder verbindet sich dieser Mondhaus mit einem Hirsch, aber Hirsch und Jäger. Ja, können wir schon das in Verbindung setzen. Dieser Mondhaus bedeutet für dich die Suche nach etwas. Verfolgen deine Ziele, etwas erreichen wollen. Und hier oben bedeutet deine Berufung. Du bist auf die Suche nach deiner wahren Berufung. Dein Mond befindet sich im Stier und die Mondhaus ist Rohini. Ich habe diese Geschichte erzählt. Rohini war die große Liebe des Mondes, die Morgenröte. Und Rohini verkörpert eine unschuldige Frau, eine junge, unschuldige Frau. Und das war die schönste aller, Rohini war die schönste unter alle Geschwister, der große Liebe des Mondes. Und das entspricht dein Gefühl. Du hast das Gefühl, dass du die Liebe bekommst, dass du bist die große Liebe an den Seelenpartner. Jupiter befindet sich im Jungfrau im Mondhaus Uttarapalguna. Dieser Mondhaus kommt nochmal vor bei Pluto und auch bei dem Mondknoten, das erkläre ich auch nochmal. Uttarapalguna bedeutet, also auch Jupiter befindet sich hier, und Pluto
ist im selben Mondhaus, weil das befindet sich hier im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau. Also in diesem Mondhaus Uttara Palguna hast du Jupiter und Pluto. Und das bedeutet, es ist die Zeit in dein Leben, dass du deine Ziele erreichst. All das, was du ausgesät hast, wirst du jetzt ernten. Wichtig aber, dass du unterschiedliche Qualitäten vereinen kannst. Venus befindet sich in Widder, auch Saturn im Widder, beide hier bilden sich auch eine Konjunktion, das heißt, sie wirken auch gemeinsam. In diesem Mondhaus heißt Ashwini und das heißt Heilung. In Liebesangelegenheiten brauchst du Heilung und das ist auch deine Lernaufgabe. Das kann Erinnerungen sein von früheren Leben oder von jungen Jahren. Uranus befindet sich auch in Uttara Palguna, was ich erzählt habe, die Zeit zum Ernten, dass du zwei unterschiedliche Qualitäten vereinst. Das heißt, Uttara Palguna ist Pluto, Jupiter und Uranus. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, hier Neptun im Skorpion, und dieses Mondhaus heißt Vishaka, und Vishaka ist eine Feuergöttin. Und Vishaka symbolisiert die Feuer im Tempel, die Tempelfeuer. Und das heißt Reinigung, Reinigungsprozess. Vishaka zeigt auch etwas Verbrennen in unserem Leben. Nicht als zerstörerische Energie, sondern das symbolisiert das Loslassen. Das ist für dich wichtig, das Loslassen, alles hinter dir lassen, was im Weg steht, was dich stört, und diese heilende Tempelfeuer pflegen. Und das ist dein inneren Feuer. Deine Überzeugung oder deine Begeisterung, deine Leidenschaft. Mars ist auch im Skorpion, befindet sich im Mondhaus Anuradha und das bringt Glück. Das heißt, dieser Mann bringt Glück in dein Leben. Jetzt noch Rahu und Ketu. Es gibt auch im Sternenhimmel, auch in Mythologie, und es kommt immer wieder vor, die Symbol der Drache. Erstens symbolisiert das unsere Ängste. Und der Drachentöter, und diese Geschichte kommt auch oft vor in Mythologie, heißt Sieg über unsere Ängste. Astrologisch bedeutet dieser Drachenkopf und Drachenkörper oder absteigende Mondknoten und aufsteigende Mondknoten zeigt unserem karmischen Weg, unserem Seelenaufgabe. Und was wir damit tun sollen, das kannst du so vorstellen. Also erstens, dieser Drache symbolisiert unsere Ängste. Das ist das Erste, was wir tun, über unsere Ängste siegen. Dann zum Verstehen, dass diese Drache getrennt ist. Der Kopf wurde abgeschnitten. Die eine Teil kennen wir schon. Und das zeigt unseren karmischen Weg. Das ist das Drachenkörper. Das sind Erinnerungen. Karmischen Erinnerungen. Da kennen wir uns aus. Und das nennt man Ketu. Und das hast du hier im Jungfrau. Hier hast du karmischen Erinnerungen. Und das ist deine Werte und Finanzen. Und deine Seele sucht etwas. Sucht der Kopf der Drache.
Weil diese Seelenreise bedeutet, die muss nicht nur du, sondern wir alle, wir müssen das vereinen, der Drachenkörper mit dem Drachenkopf. Und was du suchst und wo du das findest, das zeigt dieser Drachenkopf, Rahu. Das kennst aber noch nicht, sondern genau das, was du entdeckst und deine Seele braucht es, weil genau das, was dich befreit. Auch von diesem karmischen Wiedergeburt. Und das findest du hier in Tierkreiszeichen Fischen im 8. Lebensbereich. Und das ist die Transformation und all das, was ich erzählt habe über die Tierkreiszeichen Fischen. Das ist die Richtung, was deine Seele sucht, was dich auch befreit. Jetzt die Verbindungen. Sonne hat eine Spannung zum Pluto. Sonne ist natürlich bei dir im Stier und Stier möchte schon etwas festhalten oder etwas in Besitz zu nehmen und sagen, das ist meins, das gebe ich nicht her. Und da steht eine Spannung zum Pluto, Pluto sagt aber, du musst loslassen. Also entweder oder. Wenn du alles festhalten möchtest, dann blockiert dich das. Wenn du loslassen kannst, dann fühlst du dich frei. Also das ist dieser Prozess, wo du dich befindest. Mond steht in Verbindung zum Merkur, bilden sich eine Konjunktion. Das heißt, sie wirken zusammen. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Kommunikation auch. Bei Mond um die Gefühle. Das heißt, du willst immer das aussprechen, wie du dich fühlst. Mond steht in einer sehr guten Verbindung zum Mars. Das ist deine Kraft, wie du dich durchsetzen kannst, aber auch diese männlichen Person, der dich unterstützt. Und Merkur steht auch sehr gute Verbindung zum Mars. Das heißt, du kannst andere Menschen schon überzeugen von deiner Meinung. Neptun, dieser rückläufige Neptun, bestrahlt Rahu und Ketu, die beiden karmischen Knoten, sehr vorteilhaft. Das heißt, du hast eine gute Karma und jetzt sollst du lernen, deine Träume zum Leben. Mars und Venus haben einen Quinkungsaspekt, so nennt man das. Und bei Mars und Venus handelt es sich um die Liebe. Mars ist das Männliche, Venus ist das Weibliche. Das ist ein Liebespaar, Ares und Aphrodite. Und hier hast du ein Quinkux. Und das bedeutet, ich kann das so erklären, stell dir vor dir ist ein Pendel. Und dieser Pendel bewegt sich nicht. Und jemand fragt dich, du sollst aber beschreiben, was kommt. In welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen? Was würdest du dann antworten? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht bewegt sich links, vielleicht rechts, vielleicht bleibt stehen und bewegt sich überhaupt nichts. Ich weiß es nicht. Und dieses Gefühl, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich kann das gar nicht einschätzen, was dann kommt. Dieses Gefühl hast du in die liebe Partnerschaft. Und ich bin sicher, hier hast du die karmischen Erinnerungen, ein rückläufiger Mars, ein rückläufiger Neptun, Saturn-Venus-Konjunktion, wo du Heilung brauchst. Es ist wichtig, diese Unsicherheit überwinden und sagen, was könnte da schief gehen? Ich habe meinen Traum, das vertraue ich, also ich kann das loslassen. Unsicherheit brauche ich nicht. Dann kommst näher zu diesem Fischenenergie, was du hier transformierst, was auch dieser Drachenkopf dir zeigt, was deine Seele sucht.
Und so kommt die Heilung. Liebe Senilia, so könnte ich dein Horoskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für diesen Auftrag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.